Okay, dann sage ich herzlich willkommen zum heutigen Online-Event bei eTeaching.org. Mein Name ist Anne Thielosen, ich darf diese Veranstaltung moderieren und ich begrüße ganz herzlich die Teilnehmer, die sich schon eingeloggt haben. Jetzt gerade ist die Zahl auf 100 gestiegen und schon über 100, das ist eine sehr hohe Zahl, schon zu Beginn der Veranstaltung, also herzlich willkommen. Und natürlich auch ein besonders herzliches Willkommen an unsere beiden heutigen Gäste, Herrn Professor Lobischach, der aus Bielefeld zugeschaltet ist, und Herrn Professor Handke, der aus Marburg zugeschaltet ist. Hallo zusammen. Ich werde Sie beide gleich auch noch kurz vorstellen. Ganz kurz zum heutigen Online-Event. Das ist ja das zweite der Eventreihe zum aktuellen eTeaching.org Themen-Special Lehren und Lernen mit Videos. Zum Auftakt vor 2 Wochen ging es in einer Diskussion um ja, vielleicht die Spannung zwischen den Potenzialen von Videos und den konkreten Einsatzmöglichkeiten an Hochschulen, in einer Diskussion, die auch noch nachvollzogen werden kann. Es also steht als Aufzeichnung zur Verfügung. Und in den Veranstaltungen, die von heute an bis fast zum Ende des Specials dann noch angeboten werden, geht es dann um die konkreten Arten von Aufbereitung, von Produktion und Gestaltung von Videos, sehr unterschiedliche Arten von Aufwand, die da auch mit verbunden sind. Und wir beginnen heute mit dem Titel Lehrvideos mit überschaubarem Aufwand. Einblick in die Praxis. Unsere Pressereferentin hatte das mit geringem Aufwand umformuliert. Da wäre jetzt interessant, wie die Referenten dazu stehen. Alles relativ. Ja, das war schon, genau, das war schon absichtlich so formuliert gewesen, ursprünglich. Okay, ich stelle Sie beide kurz vor. Herr Professor Dr. Jörn Lobischach ist Professor für Ingenieurmathematik und Technische Informatik an der Fachhochschule Bielefeld. Und er stellt seit 2009 Vorlesungsaufzeichnungen auf YouTube ein. Sie sind auch der Erste, bei dem ich mich erinnere, das mal in einem Vortrag gehört zu haben. Und wir haben gerade überlegt, das war wahrscheinlich 2011 bei der gemeinsamen GMW- und Delphi-Veranstaltung in Dresden. Irgend so was muss es gewesen sein. Dass Sie das vorgestellt haben und auch so kleine Zeichnungen und so. Also das war das erste Mal, dass ich sowas da gesehen hatte. 2012 haben Sie auch einen Kurs auf Udacity, also einen MOOC, angeboten. Und seit 2013 sind Sie auf Capira. In Ihren Veranstaltungen praktizieren Sie in der Regel, also in den Präsenzveranstaltungen, das Inverted Classroom Modell. Ja, und das geht natürlich auch in, also das ist eben die Kombination mit den Videos, die Sie machen. Also das finde ich ganz interessant, spannend, was Sie da gleich zu sagen werden. Herr Professor Dr. Jürgen Handke ist seit 1991 Professor am Institut für Anglistik und Amerikanistik an der Universität Marburg. Und er begann 2001 mit dem Aufbau des Virtual Linguistic Campus, der heute der größte virtuelle E-Learning-Plattform im Bereich der Sprachwissenschaften ist. Er setzt seit 2006, so sagt er, lückenlos das Modell des Inverted Classroom ein. Für sein Engagement für innovative Hochschullehre wurde er schon 2013 mit dem Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre ausgezeichnet und jetzt gerade vor wenigen Wochen mit dem Ars Legendi-Preis für exzellente Hochschullehre im digitalen Lehren und Lernen vom Stifterverband. Hier nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Das heißt also, Sie sind beide Pioniere und Vorreiter. Sie werben natürlich auch für Ihre Modelle und vor allen Dingen, was ich daran interessant finde, es geht natürlich nicht nur um die Videos, sondern dann auch um die Präsenzlehre und die Verbesserung der Lehre insgesamt. Ja, zum Ablauf der Veranstaltung. Wir gehen wie fast immer so vor, dass beide Referenten präsentieren. Sie haben beide ungefähr 15- bis 20-minütige Präsentationen vorbereitet. Wir werden das wie immer so machen, dass schon während der Präsentation Fragen gestellt werden, aber wenn die nicht unbedingt zwingend zum Verständnis notwendig sind, werde ich die sammeln, sodass sie dann im Anschluss an die Präsentation beantwortet werden können. Und zum Schluss gibt es dann nochmal die Möglichkeit zur gemeinsamen Diskussion. So, aber bevor es jetzt losgeht und ich das Wort an Herrn Lobischach übergebe, würde ich doch vorschlagen, dass wir mal die Ergebnisse der Abstimmung veröffentlichen und da mal reinsehen. Wir hatten ja zu Anfang, vor Beginn der Veranstaltung, schon die Frage gestellt, was sind die größten Herausforderungen beim Erstellen von Lehrvideos und unterschiedliche Möglichkeiten da zur Diskussion gestellt. Und das Ergebnis sieht so aus, sage ich jetzt mal. Kann man das jetzt sehen? Also wir können es sehen. Wir konnten es ja schon von Anfang an sehen, deswegen bin ich da bei der Veröffentlichung immer so irritiert. Genau. Okay,
dann nochmal einen kurzen Überblick. Also tatsächlich sind die meisten Stimmen auf die didaktische Aufbereitung entfallen. Und dann Schnitt und Postproduktion, Durchführung des Drehs und mit etwas geringerem Voten Schreiben der Texte und Organisation des Drehs. Da ist dann natürlich auch nochmal spannend, wie Sie bei Ihren Videoproduktionen das sehen. Und das, vielleicht wäre es schön, wenn Sie nachher noch kurz Stellung zu dieser Einschätzung geben. Also, genau. Dann gebe ich aber jetzt als erstes das Wort an Herrn Lurischach und schalte auf Ihre Präsentation um. Mhm. Und bin gespannt. Sie haben Dankeschön. Bevor ich starte, denke ich, kommentiere ich gerade nochmal die Abstimmung, weil das ist nämlich auch hundertprozentig, was ich erlebe. Die Produktionstechnik. Nein, ja, oder das, ja. Aber nur das erste war für mich spannend gerade. Die didaktische Aufbereitung ganz vorne. Weil was ich jetzt gleich erzähle, ist, dass der Rest relativ schlank zu machen ist. Und die didaktische Aufbereitung, das ist das, was einen die Nächte kostet. Wenn man weiß, es gucken Tausende oder Zehntausende zu, dann denkt man eben doch nochmal dreimal drüber nach und guckt doch noch einmal in irgendwelchen großen Bänden nach, ob man es jetzt wirklich richtig hat und sucht auch nach einer richtig klasse, tollen Erklärung. Es ist die didaktische Aufbereitung, die dann wirklich reinhaut ins Kontor, was die Zeit angeht. So, jetzt aber zum... Dann, Entschuldigung, dann würde ich dann doch gleich gerne auch Herrn Handke fragen, ob das auch Ihre Einschätzung ist. Sehe ich absolut genauso, wobei wir ja in vielen Bereichen auch sehr umfangreiche Texte vorab schreiben. Aber die Bewertung mit fast 30%, ich glaube, die trifft auch den Kern. Zu dem Text gehört natürlich auch eine Präsentation, die meistens im Hintergrund läuft, also die schließe ich mal damit ein. Und dann stimmt es mit den 30% und der didaktischen Aufbereitung. Also das zusammen ist auch bei uns nahezu 100%. Mhm. Ja, prima. Also vielen Dank, Herr Lubischach, dass Sie das nochmal aufgegriffen haben. Wir kommen sicher auch nachher noch auf die unterschiedlichen anderen Faktoren zu sprechen. Also, ja. Jetzt erzähle ich, warum der Rest nicht so schlimm ist. Videos in der Lehre, Dreh, Didaktik und drumherum. Ich habe schön versucht, eine Alliteration zu finden. Drei Teile für den Vortrag muss natürlich sein und dann mit Alliteration. Dreh, die Produktion, Didaktik, die Aufbereitung eben. Und das drumherum, die Einordnung, da kommt dann zum Beispiel auch sowas wie Inverted Classroom rein. Zum Dreh sozusagen. Ich glaube, bevor man anfängt, irgendwas selbst zu machen, sollte man nachdenken, ob man das nicht woanders vorher kriegen könnte oder ob man es schon längst gemacht hat. Das ist ja die billigste Art, wenn es darum geht, Videos simpel zu produzieren. Das am billigsten produzierte Video ist das, was ich gar nicht produziere. Die Peer-to-Peer-University hatte das ja massiv so gemacht, dass man einfach sagt, guckt euch die Sachen vom MIT an und fertig, wir machen nichts Eigenes. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man Videos dreht, dass man sich überlegt, wie könnten die denn anderswo verwendet werden? Könnte ich die selbst wiederverwenden? Könnten Kolleginnen und Kollegen das wiederverwenden? Leute irgendwo auf der Welt wiederverwenden? Wie muss ich gestalterisch vorgehen, im Aufbau vorgehen? Blende ich Logos ein oder nicht zum Beispiel? Um die Sachen wiederverwendbar zu machen, ist ja bei Open Education Resources ein großes Drama, dass die praktisch nicht wiederverwendet werden, außer so wie sie sind, aber nicht durchgearbeitet werden, nochmal umgearbeitet werden. Und für einen selbst, das ist für mich natürlich in den technischen Fächern immer ein Drama, Korrekturen, natürlich ist auch in 10-minütigen Video irgendein Fehler drin, das dann erst ein Jahr später von jemandem entdeckt wird, immerhin wird er entdeckt, der Fehler, aber man muss irgendwie Sachen korrigieren können. Wie macht man das? Ich mache es eben mit YouTube, mit Sprechblasen darüber, was nicht allzu prickelnd ist, weil mehr und mehr Leute über Mobilgeräte reingehen und die YouTube-App diese Sprechblasen nicht anzeigt. Auch wenn man Software vorführt, dann gibt es dann irgendwann eine neue Version der Software, die sieht komplett anders aus in der Oberfläche. Was mache ich jetzt mit meinen alten Videos? Das sollte man sich vorher alles überlegt haben, bevor man die erste Aufnahme macht. An den Lebenszyklus denken von Videos. Dann, wenn es ans Produzieren geht, wie produziere ich möglichst schlank? Was ich mache, ist ja Khan-Style, Salman Khan, Khan Academy. Handzeichnungen auf dem Tablet mehr oder minder geschmiert, was anscheinend nicht so ein Drama ist, und das dann vom Bildschirm direkt abgenommen. Was wir hier gerade veranstalten, ist ja eher Folien, vielleicht sogar mit Live-Notizen. Ich zeichne jetzt zumindest, man könnte ja auch hier anfangen. Oh, man könnte ja auch anfangen, Live-Notizen zu machen, na, wenn er will. Im Prinzip müsste man zeichnen können, aber naja, das hätte man ausprobieren sollen. Egal.
Ja, und nicht hier, obwohl ich hier oben Zeichnen anklicke. Sei so. Sowas gibt es ja auch ziemlich einfach, dass man PowerPoint nimmt und dann installiert man sich noch Office Mix dazu gratis und dann hat man, das ist hier jetzt total billig gemacht, was man hier sieht, auf einem ganz kleinen Tablet mit der eingebauten Webcam einfach noch den Kopf gefilmt und man könnte parallel noch zeichnen. Wenn man PowerPoint hat, hat man das auch. Ohne großartigen Aufwand und das Ganze lässt sich dann mit PowerPoint verarbeiten, dass der Videoschnitt auch in PowerPoint drin ist. Das sind so, denke ich, die wesentlichen Produktionsmethoden, wobei ich in den naturwissenschaftlichen Fächern eher zum Kernstil neige. Ich finde es schön, den Verlauf, das Entstehen zeigen zu können. Wie denke ich eigentlich? Das ist im PowerPoint schwierig. Hardware, das zeige ich, glaube ich, schon seit längerer Zeit, wie das dann so aussieht, eben für Kernstil fast zwangsläufig ein Grafiktablett oder ein Tabletcomputer mit einem ordentlichen Stift, nicht das... Die ältere Art oder die bisherige Art beim iPad vom Stift her, sondern mit Wacom-Stift oder Entrick-Stift oder was man auch immer da gerade haben will, mit einer dünnen Spitze oder der allerneueste. Wir warten drauf, wie sieht der allerneueste Stift von Apple dann aus für das nächste iPad? Sowas müsste es sein, dass man ordentlich schreiben kann. Mikrofon wird gerne unterschätzt. Das eingebaute Mikrofon kann man typischerweise vergessen. Man bräuchte irgendein ordentliches Mikrofon. Teleprompter. Wenn man nicht so wie ich jetzt gerade auf seine Folien gucken will, sondern tatsächlich in die Kamera gucken will, ist ein Teleprompter nicht schlecht. Man nimmt eine Glasscheibe, ein bisschen schwarzen Stoff, einen großen Bildschirm und fertig. Habe ich irgendwo mal erklärt, wie das geht. Also, dass man quasi vor der Kamera das Bild sieht, von dem man ablesen kann. Relativ einfach zu machen, muss man nicht viel Geld für ausgeben. Und dann kann man eben in die Kamera gucken. Oder so tun, als ob man in die Kamera guckt. Vielleicht hilfreich. Das untere ist übrigens, was ich zu Hause aufgebaut habe. Das ist dann so ein großer Wacom-Bildschirm zum Zeichnen. Wenn man mal die allgemeine Relativitätstheorie erklären will, ist das auf dem kleinen Tablet nicht ganz so spannend. Was ich gelernt habe über die Zeiten, Tipps und Tricks sozusagen, man muss vorbereiten. Also einfach davor sitzen und anfangen, klar, geht nicht. Wobei ich persönlich kein Skript mache, ich mache ein Storyboard. Ich zeichne auf, was ich zeigen will, die Diagramme, die ich machen will, das zeichne ich auf. Ich schreibe aber kein Skript, auch schon, um nicht abzulesen. Weil abgelesene Texte finde ich immer ziemlich fürchterlich, schwer zu ertragen. Das gehört zum Vorbereiten dazu. Dateien ordentlich zu benennen, gehört aber auch zum Vorbereiten dazu, in welchem Format, mit welchem Kompressionsfaktor und so weiter, unter welchen Namen, in welchen Ordner speichere ich den Kram ab, sollte man vorher einmal sich Gedanken drüber gemacht haben, dass man nicht nach 20 Videos feststellt, dass man jetzt alles wieder ummodeln muss. Das nervt ziemlich. Was ich persönlich versuche, ist dann in der Kamera zu arbeiten, wie das in Hollywood sozusagen heißt, dass ich versuche, nicht im Videoschnittprogramm jetzt noch irgendwelche Logos reinzubauen und dann kommt das Bild von der Webcam noch irgendwo hin und was auch immer, sondern das alles sofort auf dem Bildschirm zu haben und das alles auf einen Schlag aufzunehmen. Dann kann man zwar nachträglich nicht editieren, aber ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht editieren. Es soll fertig sein. Ich habe gar keine Zeit dazu, es zu editieren. Das ist dann die schlankste Lösung, denke ich. Man hat alles auf dem Bildschirm, so wie es sein muss und nimmt das so vom Bildschirm auf und bastelt nicht noch rum. Und was ich bei Udacity gelernt habe, wenn man dann tatsächlich hinten so ein Produktionsteam dahinter hat, ja, zum Videos schneiden und zum Quizze bauen und so weiter, dann muss man an die Damen und Herren auch denken, sonst sind sie sehr unglücklich. Also zum Beispiel solche Geschichten, dass man nicht drauf losredet und irgendeinen Stuss erzählt, der nachher wieder rausgeschnitten werden muss, sondern dass man sich tatsächlich 10 Sekunden still hinsetzt, nachdenkt und erst dann anfängt zu reden. Weil die Pause, die ist ganz leicht zu erkennen in der Audiospur, die lässt sich super leicht rausschneiden. Aber wenn man Unsinn erzählt, der ist echt schwierig rauszuschneiden. Das sind so kleine Kniffs. Oder bei Udacity gab es noch Leute, die haben sich eine kleine Klingel hingestellt, wie bei der Rezeption vom Hotel. Bing, irgendwas falsch gemacht, einmal Bing. Irgendwas richtig gemacht, zweimal Bing, keine Ahnung. Hat man sich dann irgendeinen Code abgesprochen mit der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter, die den Videoschnitt gemacht hat. Also was sollte man vorher bedenken, damit das ein bisschen glatter läuft. Ich persönlich versuche, was heißt versuche, nehme das meiste nur live auf, weil ich mit 18 Semesterwochenstunden die Lehre auch irgendwann dann genug an Live-Veranstaltungen habe, dass ich das nicht noch privat irgendwann getrennt aufnehmen muss.
Ich finde es viel, viel leichter, live aufzunehmen, weil ich anfange zu improvisieren. Es wird rauer, nicht so glatt. Es sind Haken drin, an denen man auch mal hängen bleibt, dass man selber nachdenken muss als Zuschauerin, als Zuschauer. Bühnenpräsenz. Ich finde es total schwierig, meinem Rechner im Studio was zu erzählen. Das ist eher uninspiriert und so kommt das dann eben auch rüber als uninspiriert. Und dann natürlich Inverted Classroom Model. Ich denke, da wird Kollege Handke gleich noch ganz viel mehr dazu erzählen. Ich Du höchstwahrscheinlich. kannst ja. Ja, der Trick ist ja, die Studentinnen und Studenten zu bitten, sich die alten Videos vorher anzugucken. Was ich in der Veranstaltung mache, Aufgaben. Die Aufgaben nehme ich wieder auf und habe wieder neue Videos. Das heißt, ich stelle die Aufgabe in der Veranstaltung, das nehme ich auf, drücke auf Pause. Und dann gehe ich rum und gucke, was passiert. Und dann stelle ich die Aufnahme wieder an und sage, was ich gesehen habe und wie man jetzt weitermachen könnte. Und dann drücke ich wieder auf Pause und so weiter und so weiter. Und so entsteht dann im Zeitraffer als neues Video wieder eine durchgearbeitete Aufgabe mit Live-Input von dem, was jetzt geht und was jetzt nicht geht. Und interessanten Ideen. Also vor allen Dingen, ich erzähle auch immer gerne viel Unsinn. Insofern finden meine Studentinnen und Studenten auch so einiges an Fehlern, die ich dann erstmal wieder korrigieren muss. Im Video selbst möglichst. Es ist nachträglich eher schwierig, aber so kann ich es im Video selbst korrigieren. Und so alle Nase lang, alle 2, 3 Termine, kommt auch wirklich eine klasse Idee, an die ich nie gedacht hätte, wie man irgendein Problem raffiniert lösen kann. Das sind ganz viele Vorteile von Live-Aufnahmen. Möchte ich nicht missen. Also lieber live als im Studio aufnehmen, würde ich sagen. Dann schalte ich gerade die Frage, die jetzt gerade kam, die passt nämlich da gerade dazu im Chat. Ah ja. Ist so eine Live-Aufnahme nicht etwas unbequem für den Zuschauer, gerade weil Fehler, Denkpausen etc. mitkommen? Ich produziere, also für unsere Zuhörer, ich produziere mit Produktionsteam sehr glatt und das meiste passiert in der Postproduktion. Vielleicht schließe ich jetzt gerade gut an der Stelle an. Ja, ehrlich gesagt, ich finde das inzwischen gut, wenn es nicht geradlinig ist, weil ich den Eindruck habe, wenn es total geradlinig von A bis Z durcherzählt ist, dass ganz viele meiner Studentinnen und Studenten denken, oh toll, jetzt habe ich es verstanden, aber sie haben es gar nicht verstanden. Ich finde, das muss schroff sein inzwischen. Inzwischen ist das ja sogar so, das habe ich mir vom Kollegen Spannagel abgeguckt. Wenn ich einen Fehler nachträglich entdecke in den Videos, dann setze ich nur eine Sprechblase rein, hier ist was falsch. Und sage gar nicht, was falsch ist, sondern kommt dann irgendwann später vielleicht mal ein Verweis, was falsch ist. Also ich finde es inzwischen sogar gut, wenn es eher schroff ist. Und Denkpausen, gut, ich erzähle ja meistens was durch und wenn ich länger überlege, dann drücke ich tatsächlich auf Pause und erst nach der Denkpause stelle ich wieder an die Aufnahme. Fehler sind die Quelle des Lernens. Ja, würde ich eben auch so sehen. Hat mich Jahre gekostet, das tatsächlich einzusehen. Man muss Fehler machen, sonst klappt es einfach nicht. Sonst glauben auch alle, es sei so super simpel. Und der Asynchrongenerator erzählt und kein Fehler drin. Ja, das ist ja simpel, das ja, kann ich auch. Okay, zur Didaktik. Da sind wir jetzt eigentlich schon bei der Didaktik. Oh, die Studis sind nicht mit aufgenommen. Die Studis sehen das, was wir hier auch gerade sehen. Die Studis sehen, man sieht als Film nur einen Screencast, nur den Bildschirm, quasi die Wandtafel, die digitale Wandtafel. Und Ton hört man auch von den Studis nicht, weil ich ja auf Pause drücke, wenn ich rumgehe und wenn jemand Fragen stellt. Didaktik. Ich erzähle ja hauptsächlich was zu Mathematik und technischen Fächern und so weiter. Insofern, das wird in der Linguistik vielleicht dann anders sein. Ich versuche sowieso vorzugehen, dass ich sage, meine Funktion hat zwei Anteile: potenzielle Energie, kinetische Energie, eine Wolke und was Zackiges. Und jetzt versuchen wir diese Anteile zu füllen, zum Beispiel. Das könnte man im Lehrbuch sehr schlecht machen. Von der Struktur zu den Details jetzt vorgehen. Oh, Chatfenster habe ich natürlich nicht bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ich gucke gerade hier auf den Chat. Chatfenster habe ich in meinen Sachen nicht, weil ich ganz schlicht aufnehme. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie e-Teaching Doc Ord das macht. Den Chat sieht man nachher nicht, ne? Frage an Rotilosen. Ja, genau. doch, den sieht man doch. Also wir haben auch eine Weile Okay. überlegt, ob man das anonymisiert oder vorher bekannt geben muss. Das müssen wir vielleicht nochmal tun. Aber der Chat ist eigentlich ein wesentliches Element von so einer Live-Veranstaltung und den soll man auch nachher mitbekommen. Aber vielleicht tatsächlich müssen wir nochmal überlegen, das genauer bewusst zu machen nochmal.
Danke für den Mal bei Hinweis. der, also das sind noch so ein paar Kniffe aus der Mathematik, Quervorweise, einfach mit Pfeilen oder Hilfsvariablen. Hier so ein Faulenzer, wo man im Lehrbuch eine neue Variable x98 einführen müsste oder sowas. Kann man mit dem Wiederholungszeichen arbeiten, mit Farben arbeiten, mit Kästchen, mit Formen arbeiten. Alles, um die Mathematik ein bisschen lockerer zu machen. Das ist jetzt für die Mathematik. In anderen Fächern müsste man gucken, was man tun kann. Abweichen von dem, was man in Büchern sieht. Eben nicht so streng, sondern hilfreich, freundlich. Weiter Mathematik. Keine Variablen zu nehmen, sondern konkrete Zahlen zu nehmen, mit Bildern zu beweisen. Binomi werden viele noch mit Schrecken aus der Schule kennen. A plus B in Klammern ins Quadrat ist A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Kann man einmal aufmalen. Dann ist klar, wie es geht. Fürchterliche Vorfaktoren und andere Sachen in der Mathematik nicht hinzuschreiben, sondern Pünktchen zu machen oder das hinter einem Schleier zu verbergen und sagen, das ist doch völlig egal. Das Spannende ist da oben das x² und das Minus und der Rest, den kann man sich zusammenreimen. Einfach lockerer dran zu gehen, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Jetzt wieder was Allgemeines, nicht nur für Mathematik. Ich ziehe sehr viel Inspiration aus Comics. Und da gibt es ja auch diverse Lehrbücher, wie Comics aussehen müssen. Hier zum Beispiel, wenn das ein fliegender Ball sein soll, an diesem einen Strich hier erkenne ich, dass es ein Ball ist und keine Scheibe, dass der in Bewegung ist, erkenne ich an diesen Strichen hier, Speedlines nennen die sich, und dass er fliegt, erkenne ich an den Schatten da unten. Das sind so ein paar billige Kniffs aus Cartoons. Oder hier die 23, die strahlt ganz deutlich, hier Strunzstriche. Sowas kann man sich aus Comics klauen. Da gibt es Lehrbücher dazu. Es gibt auch Lehrbücher zur Informationsvisualisierung. Tafti ist da der Papst sozusagen. Wie macht man Diagramme ohne ganz viele Striche? Zum Beispiel, dass ich hier in diesem Diagramm keine horizontalen Striche habe, sondern die Balken unterteile, um zu sagen, da ist die nächste Einheit. So was wie 10, 20, 30, 10, 20, 10, 20, 25. Und noch ein Papst, der des Multimedia-Lernens, Meyer, das Buch sollte man unbedingt einmal gelesen haben, Multimedia Learning Second Edition, weil der gute Mann es tatsächlich mit Experimenten ausprobiert hat, wann behält man was wie mit solchen Verfahren. Insgesamt, Marshall McLuhan, the medium is the message, diese informelle Form des Videos, Kahnsteil, bringt hoffentlich unterschwellig rüber, dass das alles nicht ganz so dramatisch ist, dass das freundlich ist und dass das schmutzig ist und dass das nicht in Stein gemeißelt ist und es sind Fehler drin und so weiter. Ich hoffe, dass es rüberkommt mit dieser Art von Video, dass das Ganze dann nicht so abgehoben ist, sondern das kann jeder und das darf auch mal schief gehen. Als unterschwellige Botschaft in dieser Art von Video. Dritter Punkt drumherum. Frontale Videos, genau wie frontaler Unterricht, haben das Problem, dass alle glücklich sind, nämlich unser eins als Lehrender glaubt, man hätte was gelehrt, war doch heute dran, dann können das doch alle. Und aber auch die Studentinnen und Studenten glauben, sind doch da gewesen im Hörsaal und irgendwie war das plausibel und sie haben sogar was aufgeschrieben, sie glauben, sie hätten was gelernt und alle sind zufrieden, bis dann die Klausur kommt und keiner bestanden hat. So alleine nur erklären oder vorlesen ist ein echtes Problem. Das kann so nicht funktionieren. Illusionen aller Arten, das ist die wesentliche Illusion, diese Lehr-Lern-Illusion. Hawthorne-Effekt, man macht Lehrexperimente, beim ersten Mal wird es funktionieren, weil alle denken, oh, jetzt kommt was Besonderes, jemand achtet auf uns, es wird was ausprobiert und dann klappt es. Egal was man macht, es klappt beim ersten Mal, beim zweiten Mal nicht mehr unbedingt und beim dritten Mal wahrscheinlich nicht mehr. Neuheitseffekt, man macht zum ersten Mal was mit Tablets im Unterricht, toll, anders als in anderen Fächern, auch mit Inverted Classroom ist es genauso, man macht zum ersten Mal Inverted Classroom, unwahrscheinlich, alle ganz begeistert, aber wie ist das beim zweiten Mal und wie ist das beim dritten Mal und wie ist das, wenn das in allen Fächern gemacht wird? Und allgemein das Phänomen mit Videos, Videos versus Buch, Videos scheinen so einfach zu sein und das kann nach hinten losgehen, weil die Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten eben nicht glauben, oder mir ist es ja selbst auch, man glaubt einfach nicht, dass man es jetzt nicht gelernt hat. Das war doch so schön einfach, das muss man doch gelernt haben. Man hat es nicht gelernt. Und tatsächlich ist das so, wenn man sich anstrengen muss, dass man mehr gelernt hat. Die desirable difficulties. Ohne Anstrengen ist der Effekt nicht so groß.
gab schon Gapira, ich muss ja ein bisschen Werbung machen, das ist also ein kleines Projektchen zusammen mit Studenten aus Saarbrücken. Wo wir versuchen, so ein paar von den Illusionen anzugehen, dass man das möglichst schlank, es geht ja auch hier um effiziente Produktion, das möglichst schlank anzugehen, dass man inexistente Videos, wie sie ganz normal aufgezeichnet worden sind, mitten rein Quizze setzen kann. Hier zum Beispiel geht es darum, um irgendwie ein exponentielles Wachstum. Und bevor ich dann in dem Video sage, wie das exponentielle Wachstum aussieht, kommt dann die Anforderung ans Publikum, bitte einmal die Kurve einzuzeichnen, wie es denn wohl aussehen könnte, oder genauso irgendwelche Zahlen anzugeben oder Multiple-Choice-Fragen zu beantworten, Formeln einzugeben oder sowas ähnliches. Das ist relativ schlicht zu produzieren, weil es ein ganz normales Video reingesetzt werden kann, drüber gelegt werden kann über ein ganz normales Video. Und man muss jetzt auch nicht großartig die Antworten begründen, weil die Antworten sind im Video dann ja vorhanden, wenn man es einfach weiterlaufen lässt. Das ist Teil der Veranstaltung gewesen. Damit mein Rundumschlag zur effizienten Produktion. Dankeschön. Ja, prima. Und ich sage auch ganz herzlichen Dank. Es gab zwei Fragen während Ihres Vortrags, die ich jetzt noch aufgreifen möchte, und eine, die gleich später für die gemeinsame Diskussion sicher nochmal spannend ist. Die eine ganz einfach, nach einem guten Stift für Ihre Zeichnungen auf dem Tablet. Das ändert sich immer von Monat zu Monat, je nachdem, welche Tablets gerade zu haben sind. Typischerweise eben ein Windows-Tablet, weil die meist besten Stifte haben. Das neue Apple-Tablet, das neue angekündigte iPad wird spannend werden mit dem Bluetooth-Stift. Hat noch kaum einer in Händen gehalten, glaube ich. Es gibt von Samsung auch welche mit einem Wacom-Stift. Aber die meisten Tablets dieser Art sind tatsächlich welche mit Windows, mit Wacom-Stift oder mit Entric-Stift. Es sind nicht diese Gummiknüppelstifte, die kann man ziemlich vergessen, die kapazitiven Stifte. Okay. Auf meiner Webseite, oder sollte ich überhaupt gerade mal, ich habe eine Webseite gemacht, wo ich so ein bisschen was dazu schreibe, kann ich mir gerade in den Chat posten. Da schreibe ich so ein bisschen was zu meiner Produktionstechnik. Ja, sicher für viele interessant, das auch nochmal schriftlich zu haben. Mit die Links zweite Frage war ein Dank für die Anregung, Comics einzuziehen, und dann gleich anschließend die Frage, ob es dazu schon irgendwelche Buch- oder Lektüre-Tipps gibt oder wo man sich sonst informieren kann. Übrigens auch auf eTeaching.org. Es gibt ein Standardbuch, das nennt sich Understanding Comics. Das sollte man einmal gelesen haben. Okay, dann lasse ich das. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Darf ich eine Frage an Jörn stellen? Jörn, und zwar an den Mathematiker Jörn Lobischach. Ich betrete immer den Hörsaal donnerstags um 14 Uhr und vor mir ist ein Mathematiker dran. Und da entdecke ich immer, dass die gefühlt 100 Quadratmeter große Tafel, wenn nicht gar mehr, von oben links bis unten rechts vollgeschrieben ist. Ja. Wie löst du dieses Problem mit dem kleinen Bildschirm eines Tablets in Form von Lehrvideos? Das ist eine sehr gute Frage. Mein Vorteil ist, dass ich Fachhochschulmathematik mache. Ich brauche nicht ganz so viel Platz. Ich stoße auf dasselbe Problem, wenn ich am Wochenende mal die allgemeine Relativitätstheorie erkläre. Dann nehme ich tatsächlich hier Vollformat mit 1600 und was auch immer Pixeln in Wahnsinnsgröße, und man muss dann eben in HD gucken. Man braucht so viel Platz, wobei ich versuche, die Formeln sehr überschaubar zu halten, aber es wird doch raumgreifend. Je höher man kommt in den Semestern in der Mathematik und in der Physik, umso raumgreifender wird es. Aber umso wichtiger ist auch, was ich zwischendurch gezeigt hatte, umso wichtiger ist auch, die Struktur erstmal zu zeigen. Wenn man nur die Struktur zeigt, wo sind wir da? Wenn ich erstmal nur die Struktur hinzeichne, dann ist das viel einfacher. Wenn die 10 Tafeln da vorgeschrieben sind, sind die höchstwahrscheinlich mit irgendwelchen Details vorgeschrieben, die überhaupt niemanden interessieren. Nur Kleinkram, wenn man die Struktur hinmalt, ist das höchstwahrscheinlich auf einer ganz normalen Tafel zu schaffen. Ja, okay. Vielen Dank nochmal für den Rückgriff, auch für die Frage, weil nämlich zwischendurch auch die Frage kam, oder ganz zu Anfang schon, und das ergab sich aus der Abstimmung, was wir denn unter didaktischer Aufbereitung verstehen. Und da sind Sie ja in Ihrem Beitrag drauf eingegangen, und Herr Hanke wird da, denke ich, auch drauf eingehen. Ansonsten ist es natürlich auch nochmal ein größeres Thema für die Diskussion gleich, aber das gehört natürlich jetzt schon auch dazu. Okay,
Ich Ach ja, wo ist das hier schreibe. gerade? Hatte ich den Begriff erwähnt, Reduktion, also wesentlicher Begriff, ich schreibe es hier nochmal hin. Es gibt von einem Kollegen aus Wien auch ein nettes Buch, Didaktische Reduktion, das hätte ich erwähnen Ja. sollen. Didaktische Reduktion. Kann man aber auch als Vorwurf bekommen für die Produktion von Videos. Das ist mir oft so passiert. Okay, aber dann lassen wir es jetzt im Moment mal so stehen und diskutieren über die didaktischen Fragen gleich noch intensiver. Und ich schalte dann mal auf die Präsentation von Herrn Handke um. Und das ist ja jetzt wirklich sehr schön, dass wir zwar es in beiden Fällen um überschaubaren Aufwand geht, aber um sehr unterschiedliche Arten von Videoproduktionen. Kahnstyle, Herr Lobischach, haben Sie gesagt, und bei Ihnen, Herr Handke, sieht das anders aus. Bitte sehr. Ja, und erstmal ein Gruß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Ziel meiner Ausführung ist es nun, die speziellen Videos in der Linguistik mal zu durchleuchten. Und hier sehen Sie als Untertitel zwischen Office und Studio-Setting. Und Sie werden auch sehen, dass das so in etwa die Videotypen sind, die ich behandeln möchte. Die Gliederung, die ich vorgesehen habe, wird zunächst mal die Videos in der Lehre verankern und gucken, wo werden überhaupt Videos benötigt. Und das beeinflusst dann ja auch massiv die Produktion von Videos. Ich werde dann ein paar Parameter einführen, um Videos sauber zu klassifizieren und werde schließlich noch unsere Verwendung aufzeigen anhand von Beispielen, die natürlich hier nur als Screenshot verfügbar sind. Aber so wie ich gehört habe, bekommen ja alle Teilnehmer auch die Linkliste, die ich vorab zur Verfügung gestellt habe. Ich möchte dann auch noch was zu dem Mehrwert und der einzelnen Videos und die Verortung in den gewissen Lehrszenarien etwas sagen. Beginnen wir mal zunächst mal mit der Digitalisierung der Lehre ganz allgemein. Das können wir herunterbrechen auf die Digitalisierung einer einzelnen Lerneinheit. Und wenn Sie sich das hier anschauen, dann sehen Sie hier so in etwa, wie eine digitalisierte Lerneinheit aussieht. Sie haben zentral natürlich den Inhalt. Und der Inhalt besteht aus ganz vielen Facetten. Es ist ein Arsenal von Materialien bei uns, angefangen von kleinen Webseiten über multimediale Szenarien und Lehrvideos. Lehrvideos sind bei uns nur Teil des gesamten Arsenals. Sie sind nicht der zentrale Inhalt selbst. Wir halten uns also sehr massiv immer an den Satz, Learning is not just video, sondern da ist noch mehr dabei. Das Ganze sollte natürlich frei verfügbar sein. Sie sehen hier den Begriff Open Educational Resources. Das ist dann sozusagen das Arsenal, was den Inhalt darstellt. Die Inhaltsvermittlung, die erfolgt natürlich auch digital. Und hier können Sie auch wieder Videos einsetzen, die allerdings ganz anders funktionieren. Ich werde nachher ein Beispiel nennen. Im Bereich Inhaltserschließung, da haben wir natürlich keine Videos, denn das ist so eher der studentische Teil. Aber in den Begleitmaterialien, auch da sehen Sie wieder das YouTube-Symbol hier unten, was wiederum dasteht für Videos. YouTube hätte ich vielleicht gar nicht so sehr nehmen sollen, sondern allgemein ein Kamerasymbol in diesen Begleitmaterialien, denn dort haben wir auch Videos, und damit kann ich gleich eine Frage aus dem Chat beantworten, Videos, die auch Studierende erstellen, die dann aber nicht auf YouTube hochgeladen werden, sondern die bei uns auf der Plattform verbleiben. Jörn Lobischach hat es schon angestellt, der einfachste Weg, angeschnitten, der einfachste Weg, Videos zu nutzen, ist die Fremdnutzung, die Nutzung von Drittmaterial. Und das tun wir auch. Wir haben zwei Kanäle, die bei uns im Einsatz sind. Der eine, The Virtual Linguistics Campus, ist unser eigener Kanal. Dort sind die ganzen Lehrvideos, die wir einsetzen. Aber wir haben auch eine Kooperation mit einem nordamerikanischen Kanal, Native Lang, die sehr schöne Videos produzieren, die wir qualitätssichern und in unsere Lehre gesichert mit einbauen können, weil wir uns einen verlässlichen Partner besorgt haben, der die Videos auch auf YouTube stehen lässt und nicht etwa löscht, so wie es ihm gerade beliebt. Also wir haben hier eine große Qualitätsgarantie und auch eine Nutzungsgarantie. Soweit zunächst mal zur Position. Wir haben also drei Positionen für unsere Videos. Einmal inhaltliche Videos, dann Videos, die die Inhaltsvermittlung motivieren, begleiten oder in irgendeiner Form dort zu finden sind. Und dann schließlich das große Arsenal an Begleitmaterialien, bei denen auch Videos wieder eine Rolle spielen. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur Klassifikation von Videos. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Videos zu
identifizieren. Ich habe mal die Interrogativpronomina, die alle mit W beginnen, hier oben in der Überschrift aufgeführt, wo, wie, was, wie, lang und wer, also der Produktionsort, wo wird ein Video hergestellt, die Produktionsart, wie mache ich das Video, dann natürlich den Inhalt, worum geht es, die Länge der Produktion, wie lang ist das Video überhaupt und dann noch die Frage, muss der Produzent des Videos auch im Video sichtbar sein, ja oder nein. Für uns haben sich zwei Parameter aus diesen fünf Parametern als sehr wichtig erwiesen. Das eine ist der Produktionsort. Da kann man unterscheiden zwischen dem Classroom-Setting oben links, also dem live erstellten Video. Das wäre das, was Jörn Lobischach ja auch eben erwähnt hat. Wobei da natürlich die klassische Anwendung die Vorlesungsaufzeichnung ist, also die Live Digitized Lecture mit Publikum im Klassenraum, mit allem, was da passiert. Wir haben gesehen eben, dass das da auch Dinge herausgenommen werden. Der zweite Produktionsort, das zweite Setting ist das Office-Setting, wobei Office nicht unbedingt für das Büro selbst steht, sondern für einen Ort, der weder eine technische besondere Ausstattung hat, noch ein Live-Publikum, also sozusagen in der Mitte. Und hier sehen Sie ein Video, wo mein Kollege McEnery von der Lancaster University den Beginn eines MOOCs erklärt, indem er durch ein Regal zwischen zwei Regalen daherwandelt und eben das Ganze vor einer Kamera verkündet. Im Studio-Setting schließlich, hier ein Bild von der University of Pennsylvania, Pennsylvania University, da haben Sie alle technischen Raffinessen und können dort verschiedene Effekte dann auch machen. Es gibt noch einen zweiten Parameter, den wir mit hinzunehmen, das ist der Spieldauer des Videos. Im Englischen wird das oft Attention Time genannt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man auch wirklich das mit Aufmerksamkeit übersetzen sollte. Die Attention Time, die liegt ja bei Videos, das weiß man mittlerweile von MOOCs, bei nur sehr wenigen Minuten. Und da gibt es so einen Wert etwa, der variiert je nach Publikation, aber ist selten mehr als 6 Minuten. Also 6 Minuten ist die gemessene Verweildauer von Videonutzern. Wie gesagt, ob sie da auch aufmerksam sind, das sei mal dahingestellt. Für unseren Kanal kann ich sagen, die Gesamtdurchschnittslänge aller Videos sind 450 Videos, die wir haben. Die beträgt 9 Minuten 20 Sekunden und die durchschnittliche Videoanschaudauer, die liegt bei 3 Minuten. Und 55 Sekunden, also ca. 40%. Aber wir haben halt auch Videos, die sind länger als diese 3 bis 4 Minuten. Das sind dann die Macro-Lectures, oder auch Electronic Lectures. Sie sehen hier erstmal nur 2 Bilder, ich komme da später noch drauf zurück. Also Videos, die eine Länge von 5 bis 6 Minuten nicht überschreiten, Entschuldigung, das sind die Macro-Lectures. Und dann haben wir die Micro-Lectures, das sind kleine Videos, in der Regel mehr oder weniger nur 2 Minuten lang. Diese beiden Parameter setzen wir ein für die Klassifikation unserer Videos. Und wenn man sich mal anschaut, wir machen ja erst seit 2012 Videos, dann haben wir in der Regel mit dem einfachen Office-Setting begonnen. Und hier sehen Sie unsere damaligen Parameter. Einfaches Office-Setting, wir haben E-Lectures mit Sprecherbild über einen Laptop erzeugt, Webcam. Sie sehen auf der rechten Seite meine damalige Kollegin Nathalie Kiesler bei einer Class-Description, die sie erklärt hat, PowerPoint-Präsentation mit Webcam-Bild. Auf der linken Seite sehen Sie ein Tablet. Auf diesem Tablet haben wir auch Dinge gezeichnet. Und das waren dann die sogenannten Micro-Lectures. Wir haben uns von dem Satz leiten lassen, do you need the video perfect or do you need it by Tuesday? Also dieser Einfachheitssatz, der sagen sollte, lasst uns erstmal ein Video machen, Hauptsache wir haben eins, wenn wir es brauchen. Die Ansprüche steigen allerdings. Wenn man nun wie wir auch 3 Jahre dabei ist, dann hat man irgendwann den Wunsch, die Videos auch ein bisschen besser hinzubekommen und mehr Technik einzusetzen. Man möchte Übergangseffekte haben, man möchte vielleicht Videos im Video haben. Und so haben wir heute ein Setting, das so aussieht. Wir haben heute, und das sind alles Aufnahmen, die hat der Hessische Rundfunk bei uns gemacht. Insofern habe ich auch unten rechts das Copyright angegeben und auch den Verweis auf das Video. Heute, das sind Bilder aus meinem Büro, in dem ich gerade sitze. Büros, wo eine Kamera, Beleuchtung, Teleprompter und all diese Dinge drin sind, sodass wir mittlerweile sagen können, wir sind in ein fast studioähnliches Setting gekommen und machen aber nach wie vor E-Lectures mit Sprecherbild, Micro-Lectures mit oder ohne Sprecherbild und das beides im Office, aber auch vermehrt immer mehr im Studio-Setting.
Ja, zum Schluss Beispiele für all diese Videos und Einsatzszenarien. Fangen wir mal an mit den E-Lectures im Studio-Setting. Die sehen so aus, diese Links, die haben Sie, Sie können die sich anschauen. Die Standard-E-Lecture, die läuft bei uns etwa zwischen um die 15 Minuten Länge, hat 15 Minuten Länge, zurzeit eher weniger. Es handelt sich dabei inhaltlich um ein geschlossenes Modul, das in verschiedenen Kursen verwendet werden kann. Wir machen das mit einem vollständigen Skript. Das Skript enthält Texte, aber auch nur Stichpunkte zum Teil, wird dann auf dem Teleprompter gezeigt und ist mit einer vorab geplanten Präsentation gekoppelt. Die Präsentation, die läuft in der Regel über PowerPoint oder über Active Inspire. Das ist die Software, die wir über das interaktive Whiteboard, das wir auch haben, zum Einsatz bringen. Der Aufwand, der ist natürlich größer. Der sieht zurzeit 4 bis 12 Stunden, ist 4 bis 12 Stunden für eine solche E-Lecture. Wobei wir sagen müssen, wir haben die gesamten Grafiken zur Verfügung. Die sind über die Jahre angelegt worden im Virtual Linguistics Campus. Wir haben das komplette Copyright und wir haben auch viele Texte schon da. Das heißt, bei uns kann dieser Aufwand relativ gering gehalten werden. Aber 12 Stunden ist ja nun auch nicht ohne. Und der Einsatz solcher E-Lectures ist, Sie erinnern sich an das, was ich vorhin gezeigt habe, das ist der zentrale Inhalt. Der zentrale Inhalt einer Lerneinheit. Und der Mehrwert, ja, das ist die Kompaktheit. Und die Kompaktheit, die kann man ja vergleichen mit dem, was man früher gemacht hat. Wenn ich früher das Thema Metrical Patterns in Shakespearean Text erklärt habe, dann habe ich dazu ungefähr 40 bis 45 Minuten gebraucht. In einer E-Lecture, die lediglich 10 Minuten dauert und in der ich übrigens in dieser E-Lecture auch eine Kollegin mit dabei habe, können wir das Thema sehr kompakt halten und können uns sehr viel Präsenzzeit dadurch nicht sparen, sondern für andere Dinge freischaufeln. Der zweite Einsatz, den wir durchführen, ist das Vortragsvideo. Sie sehen mich hier in der Webcam, in dem Vorschaubild vor einem Greenscreen sitzen. Ich werde das, was ich sage, hinterher als Vortragsvideo noch bereitstellen. Das heißt, der Vortrag wird in Echtzeit gehalten und nachträglich lasse ich dann die PowerPoint-Präsentation nochmal durchlaufen und dann werden Sie eine Präsentation sehen, so wie hier unten links sichtbar. Der Mehrwert ist die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit, Bereitstellung. Naja, Sie können das auch vorher machen. Das habe ich in diesem Fall diesmal nicht gemacht. Und dann formativ mit Abfragesystemen begleiten. Sie können es aber auch nachträglich machen, so wie ich das jetzt mache. Aufwand, die Echtzeit, also die Zeit, die ich jetzt rede, mal, naja, 2 bis 3. Also ich werde danach mich noch eine halbe Stunde zurückziehen und dann das Video eTeaching.org zur Verfügung stellen. Kommen wir zu den Micro-Lectures im Studio-Setting. Auch die können manchmal sehr komplex werden. Sie sehen oben links ein Trainingsvideo. Wir erzeugen gerade zurzeit kontrastive Aussprachevideos für die syrischen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Da liegt vieles im Argen in der Deutsch als Fremdsprache-Ausbildung. So haben wir uns aufgeschwungen und nun mit sehr sauberen phonetischen Prinzipien diese Aussprache zu trainieren. Sie sehen links eine Sprecherin, die spricht Arabisch in dem Video. Untertitelt wird das Ganze auf Deutsch und dazu kommen dann Videos hinein, die eingeblendet werden und die genaue Ausspracheproblematik begleitet von Animationen ebenfalls mit zeigen. Der Mehrwert ist wiederum die Kompaktheit. Solche Videos sind selten länger als 1 Minute 30 bis 2 Minuten. Der Aufwand aber wiederum ist relativ groß. Die Playlist können Sie einsehen. Zurzeit sind es 8 Videos. Pro Woche erzeugen wir 2 weitere Videos. Ein anderes Video, das im Bereich der Inhaltsvermittlung eingesetzt werden kann, das machen wir zurzeit in unseren Massive Open Online Courses, weil wir keinerlei Tutorial-Aufwand mehr haben wollten, haben wir gesagt, all das, was wir früher in E-Mails oder ähnlichen Dingen den Teilnehmern bereitgestellt haben, machen wir jetzt per Video. Wir erklären, worum es in den einzelnen Lerneinheiten geht, machen dann entsprechende Einblendungen und können so die Lerneinheit beschreiben, Hinweise zum Lernen geben. Der Mehrwert hier ist die äußerst große Klarheit und eben die Wegnahme des Tutoring in einem MOOC, die wir ja schlicht nicht leisten können. Ja, und dann schließlich noch die Micro-Lectures im Office-Setting. Und hier sehen Sie Micro-Lectures, die nun allesamt kein Sprecherbild mehr enthalten. Das ist auch hier ja eher kontraproduktiv, weil der Sprecher weil die Präsentationen in allen drei Bereichen eine große Dynamik haben. Und diese Dynamik, die würde durch ein Sprecherbild nur gestört. Diese Micro-Lectures, die wir allesamt an einem Laptop erzeugen, die
sind PowerPoint-Präsentationen oder handgeschriebene Videos, wie das in der Mitte, sind Erklärungen. Zum Teil sind sie in den zentralen Inhalt von Lerneinheiten mit drin und werden von dort verzweigt. Zum Beispiel Glossareinträge. Ich sage immer, jedes Fach hat ein Glossar. Und so kann jedes Fach Glossarvideos erstellen. Das sind bei uns kleine Präsentationen, 2 Minuten, die die gesamten Begriffe, hier den Begriff Abbreviations in Presentary English, kurz und knackig erklären und somit wiederum wertvolle Präsenzzeit nehmen. Ganz unten sehen Sie ein Animationsvideo, ein Comic. Und da ist unser Partnerkanal sehr stark. Die erzeugen nämlich diese Comics, die wir nun nicht erzeugen können. Ich könnte es überhaupt nicht und mein Team, aber die können das und so überlassen wir denen das auch und die machen hervorragende Videos, die wir in unsere Lerneinheiten einbauen. Kompaktheit, Dynamik und Motivation sind hier wieder die ganz großen Vorteile. Der Aufwand solcher Videos, ich habe mir sagen lassen, Native Lang, die brauchen bis zu 20 Stunden für ein 2-minütiges Comic-Video und das ist eher der untere Wert. Also das ist ein enormer Aufwand, der da betrieben wird. Sprecher unsichtbar hatte ich genannt. Abschließend noch, lassen Sie mich noch ein Wort sagen zu unserer Ausstattung. Jan Lobischach wurde ja auch schon gefragt. Die Micro Lectures im Office Setting, die sehen Sie auf der linken Seite. Wir verwenden ein Yoga Tablet. Hier sehen Sie den Stift. Ich halte mal in meine Kamera auch, damit man ihn nachher sieht. Das ist der Stift vom Yoga-Tablet, mit dem schreibt sich hervorragend. Mit dem haben wir dieses Video, was wir eben hier in der Mitte gesehen haben, erzeugt. Und ansonsten Tablet, PC oder auch ein normaler Laptop mit Webcam. Damit können Sie hervorragende Micro-Lectures durchführen. Wichtig ist das externe Mikrofon, das Samsung USB, das verwenden wir, damit man das Tastaturgeklapper nicht hört. Und auf der rechten Seite dann die Ausstattung, die Sie jetzt hinter mir nicht sehen. Das ist die Studioausstattung, die nun Teleprompter und Ähnliches enthält. Wir haben einen Teleprompter erworben, der ist gar nicht so teuer, kostet alles in allem 500 €. Das Problem nur ist, Sie brauchen andere Stative und andere Kameras, denn die ganze Geschichte ist relativ schwer und da kommen Sie mit einem normalen Stativ nicht mehr hin. Insgesamt liegen Sie dabei etwa 10.000 €, eher noch mehr, wenn Sie diese ganze Ausstattung selbst anschaffen wollen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zusammenfassend kann ich eigentlich nur Folgendes sagen: Auch wenn wir alle Lehrende sind und die Videoproduktion ja eigentlich gar nicht unsere Hauptaufgabe ist, dennoch genauso wenig wie auch Multimedia-Entwicklung gar nicht unsere Aufgabe ist, dennoch halte ich mich immer an einen Satz, den auch ein Bekannter von mir, der war Chef des Rechenzentrums hier an der Universität Marburg, immer gesagt hat: Die Fachwissenschaftler müssen die Inhalte selbst erstellen. Wir haben das früher auch gemacht. Wir haben Folien gemacht, wir haben Skripte geschrieben und das gilt auch für Lehrvideos. Wir können nicht die von anderen machen lassen, es sei denn, es gibt schon welche. Mein Tipp ist, und da sage ich, fangen Sie einfach an. Einfach ist linguistisch natürlich mehrdeutig. Fangen Sie sofort an und tun Sie es auf einfache Art und Weise. Die simple Option, also so wie wir das 12-13 gemacht haben, do you need it perfect or by Tuesday? Und dann machen Sie Ihre Videos öffentlich verfügbar und holen Sie sich möglicherweise und hoffentlich das Lob, das Sie sonst in Ihrer Lehre überhaupt nicht bekommen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Handke, für Ihren Vortrag. Es gab einige Fragen, die nach dem Teleprompter haben Sie zwischendurch jetzt in der letzten Folie schon beantwortet. Also Sie benutzen einen. Ja, wir können noch mal, also nicht immer. Bei den Micro-Lectures, da machen wir auch mit einem Zettel manchmal. Da nehmen wir die Tonspur auch oft separat auf. Aber ich muss schon gestehen, wir lesen viel ab. Also das, was Jörn Lowischer eigentlich kritisiert hat, machen wir. Und ich sage den Leuten immer, ihr müsst so lesen wie früher in der Schule. Da gab es ja immer die Schüler, die wurden so ein bisschen als Streber verspottet, wenn die so Märchen so toll vorgelesen haben. Also man muss schon lebhaft vorlesen und nicht nur runterleiern. Dann klappt das auch mit dem Ablesen. Man muss sich dran gewöhnen. Aber es gibt einem gerade eine große Sicherheit. Bei uns ist das ja besonders wichtig, weil wir schließlich auch ausschließlich in englischer Sprache produzieren und das als Nicht-Muttersprachler. Da will man natürlich vermeiden, dass man Fehler macht. Okay, ich stelle erstmal noch die Verständnis- oder weiterführenden Fragen. Eine nach Literatur zur Attention Time kam zwischendurch und es wurde auch schon ein Link gepostet, aber ich frage Sie jetzt auch nochmal,
ob Sie dazu Ja, irgendwas noch haben. ich beziehe mich auf die Studie von Guo, Guo et al. Das sind drei Amerikaner, die haben das im Zusammenhang mit MOOCs, diese Attention Time Untersuchung, kamen auf einen Wert von etwa 6 Minuten. Wobei, wenn ich Okay. da gerade mal was sagen darf, Ja. ich finde eben für akademische Themen, es muss auch mal mehr werden dürfen als 6 Minuten. Wir sollten uns da jetzt nicht an den 6 Minuten festhalten. Das ist dann Nee. die Nee, tun wir Herausforderung an die ja. Studentinnen und den Studenten. Ja, tun wir auch nicht. Die E-Lectures sind ja länger. Nur den Wert muss man halt irgendwo im Auge behalten. Aber das heißt nicht krampfhaft dran festhalten. Okay, jetzt noch ein Hinweis. Sie haben eben ja schon gesagt, dass die Links zu Ihren Videos bei eTeaching.org abgerufen werden können. Das sieht so aus. Die Links und QR-Codes haben wir auf der Seite zur Veranstaltung online gestellt. Also wer sich die Videos von Herrn Handke nochmal genauer ansehen will, kann da darauf zurückgreifen. Findet das. Und jetzt schalte ich mal in unseren Fragemodus um, sodass wir den Chat etwas größer sehen und auch einen Überblick bekommen über die ganzen Fragen, die schon gestellt worden sind. Ein Teil der Fragen, die ich sicher auch an Sie beide stellen kann, bezog sich auf darauf, welchen Hintergrund so ein Video am besten haben könnte, ob mit Sprecherbild und ohne Sprecherbild. Und da kam ja jetzt auch schon zwischendurch raus, kommt drauf an, ja. Das war auch ein bisschen das Ergebnis unserer Diskussion in der vergangenen Woche, aber ich gebe die Frage doch nochmal so an Sie beide weiter. Jörn, fang du an. Ja, ich finde es natürlich ohne Sprecherbild viel einfacher zu produzieren. Wenn man ein Sprecherbild Klar. hat und schneidet, dann springt das Bild. Das nervt total. Man muss auf die Kameraeinstellung achten. Man muss darauf achten, dass man nicht ganz unrasiert ist. Das Licht muss stimmen und so weiter und so weiter. Ein Bild vom Sprecher ist immer total nervig und schwierig. Ich hatte mal so ein Programm geschrieben, wo man mich im Hintergrund hinter einer imaginierten Tafel schreiben sieht. Alles gefaked mit Hilfe der Webcam und eines Tablets. War irgendwie ganz lustig, aber mir war es dann wirklich zu nervig, die Kamera jedes Mal einzustellen und für die richtige Beleuchtung zu sorgen. Es kostet einfach extrem viel Zeit und der Nutzen, das kann man jetzt wieder bei Meyer nachlesen in Multimedia Learning, der Nutzen ist relativ beschränkt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die hätten gerne, wenn man sie fragt, hätten gerne ein Bild vom Dozenten, aber der Nutzen fürs Lernen scheint eher beschränkt zu sein. Ja, ich habe dann eine etwas andere Ansicht zu dem Thema. Das liegt aber auch am Fach. Bei uns sind natürlich viele Unterrichtsszenarien, die Sie in den Geisteswissenschaften sehen, obwohl ich mit der Linguistik so ein bisschen auf der Grenze zwischen Geistes- und Naturwissenschaften liege. Wir haben die Präsentation als wichtigstes Mittel der Unterrichtsgestaltung. Und bei der Präsentation hat man oft, gerade in den echten Geisteswissenschaften, wie Literaturwissenschaften oder Soziologie, solchen Fächern, hat man sehr undynamische Präsentationen. Da schaut man sehr, sehr lange auf die gleiche Folie. Und wenn man sehr, sehr lange auf die gleiche Folie schaut, dann ist natürlich die Gestik und Mimik des Sprechers irgendwann wichtig, der auch durch sein gesprochenes Wort Dinge dort beeinflussen kann. Wir haben das mal auch untersucht in Form von Masterarbeiten mit Eye-Trackern und es ist in der Tat so, dass bei undynamischen Präsentationen das Auge zum Sprecher wandert. Egal auf welcher Stelle des Bildschirms er ist, ob oben links, unten rechts oder groß in der Mitte, man schaut den Sprecher dann an. Also ich bin der Meinung, es ist abhängig. Ich hatte ja selber gesagt, in den hochdynamischen Glossarpräsentationen, da ist das Sprecherbild eher kontraproduktiv, das lenkt dann nur noch vom Inhalt ab. Also ich schiebe mal ein, dass wir in der letzten Woche meinen Kollegen hier aus dem IWM dabei hatten, Stefan Schwan, der Professor für Psychologie ist und der auch sehr stark betont hat, wie wichtig das ist, diesen emotionalen oder persönlichen Faktor in das Medium reinzubekommen. Und dann aber natürlich auch nochmal eingeschränkt hat, ja, hängt auch vom Inhalt ab. Absolut. Und dann aber auch darauf hingewiesen hat, dass man möglicherweise den Nutzern die Entscheidung, worauf sie sich konzentrieren wollen, den Sprecher oder oder nur die Folie, vielleicht auch günstigerweise abnehmen sollte, weil das auch wieder eine kognitive Belastung ist. Also so, dass man einfach teilweise für die Nutzer auch entscheiden kann, dann als derjenige, der es zur Verfügung stellt. Das wäre mal eine Anforderung an YouTube, das einrichten zu können. Abschalten des Sprecherbildes.
es ist immer, geht immer so eine Frage natürlich auch mit der Bevormundung, die man dann vornimmt oder es dem Nutzer freizustellen. Aber er hat nochmal sehr klar gemacht, dass das eben auch eine kognitive Belastung darstellt, wenn man als Nutzer diese Entscheidung treffen muss, die einem ja in einer anderen Veranstaltung auch abgenommen wird. Ich gebe aber mal zu einer anderen Frage über. Vielleicht kann man es verknüpfen, vielleicht aber auch nicht. Wie kommen die Videos bei den Studierenden an? Und eine andere Frage war, was wären für Sie Erfolgskriterien von Videos? Ist das dasselbe oder eher doch nicht? Naja, das Ankommen, also Jörn und ich, wir haben ja beide, wir packen ja unsere Videos auf YouTube. Und wir haben, sind uns beide auch einig, wir haben ja darüber schon mal gesprochen, dass also das Lob der Community einen schon ganz gut aufbaut. Also das hört man gern. Und immer wenn, ich glaube, Jörn hat mal im Vortrag gesagt, wenn ich den erwische, der da auf negativ geklickt hat oder auf Dislike, dann muss ich mir überlegen, was ich da mache. Also das ärgert einen schon, wenn man da negative Kritik bekommt, wenn man Fehler macht. Aber in der Regel haben wir eigentlich, ich glaube, da kann ich für beide sprechen, eigentlich nur positive Rückmeldungen. Es gibt zwar das ein oder andere Video, wo mal gesagt wird, also Leute, das war nicht so toll. Also ich habe zum Beispiel in der Linguistik immer Probleme mit den Videos, die auch religiöse Aspekte mit einbeziehen, zum Beispiel sowas wie Evolution of Human Language. Da kam die halbe arabische Welt und wollte mir was von Kreationismus dann auch sagen. Und da habe ich mich natürlich rausgehalten aus diesen Themen. Bereichen. Das kann manchmal schon kritisch werden, aber in der Regel ist das doch eigentlich positiv. Ich meine, das kann man natürlich in den Ingenieurwissenschaften auch, wenn ich irgendwo erzähle, warum ein Flugzeug fliegt und dass das doch eher schwierig zu begründen ist. Da gibt es dann doch schon recht wilde Kommentare und es gibt, ich glaube, eher so aus der Richtung von Teenagern dann auch ziemlich ungehobelte Kommentare, was ich da für einen Scheiß erkläre und ich soll da mal zum Punkt kommen. Ja. Um es mal noch vorsichtig zu formulieren. Aber die überwiegende Mehrzahl ist schon sehr positiv. Meist löst ja sowas auch die Community. Also wenn jemand den Jörn Lowischach beleidigt, dann gibt es meistens viel, viel mehr, die das Gegenteil dann tun und das dann richtig stellen. Gut, damit sind wir natürlich auch nochmal auf ein anderes Thema gekommen. Habe ich letztens auch nochmal gehört von jemand, der im Bereich Agrarwissenschaft arbeitete und da bei bestimmten Themen auch von bestimmten Lobbygruppen sehr stark angegriffen wurde, je nachdem, was er da gerade vortrug. Also nicht über Tierhaltung und so weiter, aber also dass man öffentlich natürlich stark kritisiert werden kann. Aber es war so eher die Frage, glaube ich, grundsätzlich ist das Feedback von den Studierenden offensichtlich von den Studierenden gut. Dann aber klingt es mir jetzt doch so danach, würden Sie das als Erfolgskriterium tatsächlich auch selber definieren oder haben Sie für Ihre Videos sozusagen eigene, auch inhaltliche Kriterien oder Kriterien, die Sie auch jetzt hier unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben können? Dann und dann ist ein Video gut. Björn, willst du? Oder? Wenn man was lernt. Ich kann also, wenn man was lernt, aber das ist total schwierig nachzuvollziehen, ja. Ob jemand was gelernt hat. Es gibt dann die Kommentare so, danke für mein bestandenes Vordiplom oder so. Oder jetzt irgendwie, danke für meinen bestandenen Bachelor. Oder wenn man unterwegs ist im Lande, dass die Leute tatsächlich zu irgendwelchen Diskussionsveranstaltungen vorbeikommen und einem die Hände schütteln. Das ist natürlich total klasse. Das passiert Fachhochschulprofessoren sonst nicht so wirklich. Da scheint dann was funktioniert zu haben. Zumindest die Prüfungsvorbereitung scheint funktioniert zu haben. Insofern scheint auch was gelernt worden zu sein. Aber in der breiten Masse, ob es jetzt wirklich zehntausende Leute wirklich die Maxwell-Gleichungen verstanden haben, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ja. Ich weiß bei meinen eigenen Studenten und Studentinnen vor Ort, sehe ich, ob es funktioniert hat oder nicht. Und ich muss gestehen, die Quote des Verstehens ist doch eher marginal. Es ist eine frontale Veranstaltung. Das eigentliche Verstehen findet in der Präsenzlehre statt. Absolut, ja. Der letzte Satz, der war es. Die Präsenzlehre darf man ja nicht vergessen, die kommt immer noch dazu. Bei uns ist es auch noch dieses große Arsenal von anderen Materialien, Multimedia, Texte, da wird alles Mögliche kombiniert. Die Frage nach dem, wie wir Videoproduktion planen, also ich bin ja noch nicht fertig mit der Linguistik. Es gibt ja noch jede Menge Begriffe und Glossarbegriffe zu erklären. Es gibt Erklärvideos zu machen, bei denen man zeichnen kann. Und dann der andere Punkt, den hatte Jörn Lowischach in seiner Präsentation erwähnt. Ich glaube, er hat nicht den Begriff Verfallszeit, wie hast du es genannt,
Also die Dauer der Verbleibzeit Ja, eines ja, Videos. ja. Wir denken jetzt auch schon nach, die ersten, die vor 3 Jahren gemacht wurden, ehrlich gesagt, die gefallen mir gar nicht mehr so gut, sowohl didaktisch als auch von der Produktion her. Also wird darüber nachgedacht, ob wir die schon wieder neu machen. Ich muss leider schon einen Blick auf die Uhr werfen. Wir haben die Stunde schon fast erreicht. Ich stelle aber doch noch zumindest eine Frage und rufe jetzt dazu auf, falls es noch dringende gibt, dass die dann jetzt sofort gepostet werden. Herr Handke, Sie haben ja in Ihrem Vortrag gesagt, und das kam jetzt zum Schluss auch nochmal bei beiden raus, Learning is not just video. Lernen passiert an anderen Stellen. Es kam zwischendurch die Frage, wie überwinden Sie den Gap zwischen visuellem und verbalem Gedächtnis? Gibt es da irgendwelche speziellen Aufforderungen dazu oder Unterstützung der Lernenden, wie sie mit den Videos umgehen sollen? Also wir haben mehrere Möglichkeiten der Bereitstellung der Videos innerhalb unserer multimedialen Lernszenarien. Das eine ist das direkte Platzieren auf dem Bildschirm über den Iframe, über die Vorschau. Dann haben wir die Möglichkeit, wir haben sogenannte Leitfragen in unseren Lerneinheiten, die sind gekoppelt mit zum einen mit normalen URLs, zum anderen mit Verweisen in die Videos und zwar dann auf die Sekunde genau, dort wo der Begriff erklärt wird. Und dann haben wir noch einen zusätzlichen Link, wo alle Videos, die in einer Lerneinheit eine signifikante Rolle spielen, nochmal gelistet werden. Was der Lerner daraus macht, das weiß ich nicht. Das werde ich auch nicht wissen. Wir haben Umfragen gemacht, wo die Lerner angegeben haben, dass sie eigentlich alle Szenarien nutzen. Mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen. Ich weiß nicht, ging es jetzt darum, das Auditive und das Visuelle zu vereinen, hatte ich jetzt die Frage so Ja, überhaupt, ich verstanden? hatte es verstanden, alles irgendwie zu vereinen. Also wenn es jetzt darum geht, das ist für mich so diese Dual-Coding-Hypothese, man kommt durchs Auge und durchs Ohr ins Hirn rein und die Vereinigung findet eigentlich dann hoffentlich im Hirn statt. Und ich muss also versuchen, visuell und auditiv etwas anzubieten, was dann auch tatsächlich zusammenpasst im Hirn. Das ist dann, denke ich, eigentlich das ganz normale, gute Erklären. Die Frage, die jetzt gerade noch an die Verflachung der Inhalte, das finde ich noch sehr spannend, dass wir das nochmal angehen, falls wir die Zeit haben. Herr Ja, Handke, können Sie das. statt in 45 Minuten kompakt in 10 Minuten erklären? Das ist aber keine Ja, Verflachung. das wird einem ja vorgeworfen. Also seit ich in der Digitalisierung der Lehre unterwegs bin, kommen die Gegner immer mit dem Argument, das ist ja Vereinfachung und dann sage ich, das ist Didaktisierung, aber Vereinfachung, das ist das Hauptargument gegen uns. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie mal vergleichen, was jemand in 45 Minuten live rüberbringt in der klassischen Lehre und was in so ein Video gepackt werden kann, ob die Teilnehmer dann stoppen müssen, da haben wir auch natürlich Hinweise bekommen, ich muss ja 10-mal anhalten, um das Video überhaupt zu verstehen, ja, das ist, glaube ich, Geschick und ich kann da auch keine Richtlinie geben in diesem Bereich. Also der Vorwurf besteht, dennoch streben wir nach Kompaktheit. Ja, und ich würde auch sagen, gerade bei den komplizierten Themen ist es wichtig, die überhaupt mal nicht in 90 Minuten oder auf 1000 Seiten zu erklären. Ich erinnere mich noch an meiner Ja. Jugendzeit, Gödel, Escherbach, dieses Oh Telefonbuch, starke, oh, kenne ich auch der ja. Linguist hat es auch gelesen. Kenn Ja, und ich wollte ja. endlich mal den Gödel verstehen, und als Teenager oder so, und keine Und dann Chance, gleich. diese 1000 Seiten, Nee, ne, völliger nee. Wust, gar nicht. Mein Video zu Gödel ist in einer Stunde und es ist nicht so ganz super astrein, aber ich hoffe, man hatte den wesentlichen Punkt verstanden oder die wesentlichen Punkte verstanden, um die es geht, konzeptionell. Das ist ja erstmal auch ein Punkt, die Ideen zu verstehen, nicht 90 Minuten oder ein halbes Semester an irgendwelchen Kleinkram rumzubasteln, sondern erstmal die Ideen sauber zu verstehen. Und dann kann man immer noch mal reingucken, wie es genau funktioniert. Vielleicht in der Präsenzveranstaltung. Ich schließe nochmal an unsere Veranstaltung in der vergangenen Woche an, wo ja auch diskutiert wurde, was jetzt hier im Moment auch diskutiert wird. Video Learning is easy, Fragezeichen, also der Einfachheitsvorwurf und dann auch eben die Anregung, dass Videos einfach häufig einfach wirken, Herr Lubischer, Sie hatten es auch gesagt, und dass man sich aber dennoch vertieft damit beschäftigen muss. Also dass dieses, was jetzt hier manchmal auftaucht, auch das Stoppen und Nachdenken und es nochmal verschriftlichen, zum Beispiel für sich selber, dass das einfach wichtig ist für den Lernprozess.
Ich hatte eben gefragt, ob es noch Fragen gibt, die noch dringend gestellt werden mussten. Und dann ist tatsächlich die vom Anfang nochmal genannt worden, die ich sonst vielleicht fast Oh. übergangen hätte, nämlich nach der lerntheoretischen Begründung des Einsatzes von Videos. Tja, Wir sind bin ich Praktiker, nicht? überfragt. Jetzt Da können wir bin mit ich Konstruktivismus überfragt. anfangen und Ja, was auch ja, immer. ja. Man könnte auch ganz dreist sagen, es spart Zeit in der Veranstaltung. Ich muss nicht mehr Ja. frontal und glaube, Marburger Seite sieht das genauso. Man muss jetzt sich nicht mehr hinstellen und die Grundlagen erklären. Das hat man Ja. dann ein für alle Mal getan und jeder kann es nachschlagen und in der Veranstaltung macht man was Vernünftiges. Sehe ich genauso. Nichts Ja, hinzuzufügen. wunderbar. Dann lassen wir das auch tatsächlich so stehen. Wir haben ja inzwischen auch schon 5 Minuten überschritten. Es gab noch die Frage nach einem Kriterienkatalog für gute Videos, ob jemand sowas kennt. Auch da, denke ich, hat sich jetzt ja in der Veranstaltung schon gezeigt, wie unterschiedlich Videos sein können. Insofern können Kriterien da ja auch sicher sehr unterschiedlich aussehen. Aber ich verweise schon mal ein bisschen im Vorhinein darauf, dass ein Kollege aus dem IWM, auch ein Psychologe, in Kürze auf eTeaching.org zumindest Hinweise oder Anregungen zur Gestaltung von Videos veröffentlichen wird. Also da kann man sowas vielleicht nachlesen, bevor ich die Frage jetzt nochmal an die beiden Referenten weitergebe als Hinweis. Also normalerweise würde ich sagen, es muss machbar sein, es muss auch mit den Zeitkontingenten eines Lehrenden vereinbar sein, aber das ist es nicht. Wir haben im Prinzip gar nicht die Zeit dafür, so etwas zu tun, weil eben, und da sind wir bei dem globalen Thema Wertschätzung Lehre. Wir haben ja für die Lehre nur begrenzte Zeit und wenn wir jetzt zu Videoproduzenten werden, dann schaffen wir das eigentlich nicht. Jörn Lovischau und ich, wir haben es nur deswegen geschafft, weil wir, glaube ich, ja, sehr viel Herzblut da reingesteckt haben und weil wir eben uns einfach diese Zeit nehmen, zu Lasten der Forschung oder zu Lasten anderer Aktivitäten. Und das muss sich jetzt jeder überlegen. Ich habe am Anfang gesagt oder vorhin gesagt, die Lehrenden müssen die Videos selbst machen. Ich kann nicht hingehen, wenn man sie selbst macht und nicht von dritter Seite Videos nimmt. Und wenn sie sie selbst machen, dann ist es eine Zeitfrage und die lässt sich eigentlich nur dann lösen, wenn man diese Zeit bekommt, Vergünstigungen dafür bekommt, Anerkennung dafür bekommt. Ansonsten klappt das sowieso gar nicht. Das Ja, hört sich sehr pessimistisch an, Anerkennung aber bei ich mir. denke. Ja, das ist. Ja, schon wichtig. Also nochmal ein Plädoyer auch für die Lehre und für die Anerkennung und Wertschätzung von Lehre. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre engagierten Vorträge. Ich danke auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die lebhafte Diskussion und hoffe, dass ich jetzt die richtige Folie erwische, wenn ich nochmal umschalte, bevor sich alle inzwischen ausloggen. Denn ich möchte natürlich auch noch ganz herzlich einladen zu unserer nächsten Online-Veranstaltung auf eTeaching.org heute in 2 Wochen. Also wieder Montag um 14 Uhr. Dann geht es um Vorlesungsaufzeichnungen und alles, was da dazugehört, von der Technik, von der Organisation, vom Support. Und wir werden auch Evaluationsergebnisse zu diesem Thema hören. Das alles von Studium Digitale der Universität Frankfurt. Jetzt sehe ich bei mir endlich auch tatsächlich das Bild dazu. Also ganz herzliche Einladung in 14 Tagen zur selben Zeit. Und nochmal herzlichen Dank an die beiden Referenten für heute. Danke auch. Gerne. Was passiert jetzt? Jetzt Wir lesen alle noch verabschieden den sich alle, Blog genau. zu Ende. Ja, danke, danke, danke. Tschüss. Auch noch Genau. mal. Das ist so ähnlich, wenn man jetzt den Vorlesungsraum verlässt, nur ein bisschen anders. Jetzt kommen noch die Fragen zur Prüfung. Ja, gut. Haben wir noch irgendwas zu machen jetzt, oder? Alles, was Frau jetzt passiert, Thelosen? passiert auf unserer Seite. Das heißt also, wir werden jetzt heute, denke ich, noch die Veranstaltung online stellen Ja. und auch Ihre Präsentationsfolien, so dass in Ihrem Sinne ist. Also Und ich das habe war's ja dann. hier vor dem Greenscreen gesessen. Ich kann Ihnen das auch als Video fertig machen, wenn Sie das haben wollen. Sonst lade ich selber hoch, dann
Wir können gegenseitig aufeinander verlinken, oder? Verweisen? Also Hm? wir können es Ja, natürlich auch können wir gerne machen, nochmal ja. online stellen. Also wir haben Ja. immer die Aufzeichnung praktisch von von unserer Veranstaltung haben wir sowieso. Ja, dann reicht Aber. das. Okay. Jemand schlägt vor, jetzt ist die Zeit für peinliche, ups, das Mikro ist noch offen, Gespräch. Genau. Genau. Immer noch irgendwelche Ich glaube, Weltfragen. genau. Ja, Das durften aber, glaube ich, alle hören, oder? Das wird ja. nachher in der Aufzeichnung nicht drin sein. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, geht's jetzt wieder ans Arbeiten. Ja, alles klar. Ja, dann. Frohes Gut, Schaffen. ja. Vielen Dank. Okay, Vielen Dank auch tschüss. nochmal. Komm.